Was ist eigentlich mit EMP? Gibt es das noch? EMP.de? Sollen wir mal Fun-Shirts bei EMP durchgucken? Das ist doch bestimmt. Gibt es das noch? Gibt es noch diese Fun-Shirts? Brüche-Shirts? Okay. Was? Versteht ihr? Weil Fett und Frettchen und so. Um Gottes Willen. I will eat your soul. I believe I spy. Oh. Alter, diese Shirts sind ja richtig unangenehm. Mies, sarcastic? Never. Ich hab mal eine Zeit lang. Moment, ich hab den Satz fatal falsch angefangen. Ich kannte mal jemanden, und das meine ich wirklich so, also ich rede jetzt nicht von mir, der hat so ein Shirt gehabt, was ist geil, blau und hat einen Stern auf dem Rücken. Und dann war das halt ein blaues Shirt und auf dem Rücken war ein Stern. Und Blue Flag, aber in Red halt. Versteht ihr? Guck mal, das Shirt gibt's exklusiv bei EMP. Es dauert noch 3 Jahre, dann kann man sowas so ironisch anziehen. Weil, versteht ihr, weil es dann die doppelte Meta-Ebene ist, ja? Dann ist man nicht nur sarkastisch und teilt das mit seinem T-Shirt mit, sondern man trägt das T-Shirt noch ironisch. Wenn ich so drüber nachdenke, würde ich es dann fast schon wieder tragen. Jetzt mal ganz ehrlich, wer kauft denn so Shirts? Böse alte Frau. Das würde ich kaufen. Bin ganz ehrlich mit euch, das würde ich anziehen. Hätt's nicht so einen androgynen Schnitt. Mut zur Farbe, das geht. Das finde ich, das ist noch grad so. Grad so, okay. Das Problem will ich nicht. Zeig mir mal das nächste. Blutgruppe Kaffee positiv. Das macht mich richtig sprachlos, wie mit dem Hund geht. Ich glaube, Frauen, die sich sowas kaufen würden, die brauchen es nicht, weil das doch auch meistens die Frauen sind, Achtung, jetzt wird es richtig stereotyp, die so hier über das Dekolleté so auf die Schulter so diese Hundpfotenabdrücke tätowiert haben, oder? Intelligence is the ability to adapt to change. Stephen Hawking. Das ist doch eigentlich ein Wandtattoo. Das ist doch kein Shirt. Mir doch Wurst. Das könnte auch so ein Saarland-Shirt sein, finde ich persönlich. Nee, klug war es nicht, aber geil. Worauf bezieht sich das? Bezieht sich das auf, ich würde es gar nicht erwähnen, Bumsen? Ist das sozusagen, ist das für den Walk of Shame? I guess. Das Leben ist zu kurz, um normal zu sein. Das wiederum kaufen, glaube ich, nur Leute, die unglaublich normal sind, oder? Oh, ich habe gerade schon wieder dieses Lachen im Gesicht, wo ich später das gucke. Hallo Marius im Schnitt. Und das Gefühl habe, ich komme viel zu hochnäsig rüber. Aber ich kann mir zur Not auch einfach das T-Shirt hier kaufen, im Stream anziehen und dann weiß man, wie ich es meine. Das ist doch nur Sarkasmus. Gamer altern nicht, sie leveln. Bin im Meeting. Will ich auch anziehen. Ich dachte gerade kurz, das ist überpeinlich, aber würde ich auch anziehen, ja? Be different. Das ist doch die Duolingo-Eule, oder? Das ist auch so, ich glaube, das ist so Pick Me. Das ist Pick Me-Vibe der Nullerjahre so. Das ist auch, ich fühle mich auch wirklich gerade, als wäre das so von 2004. Der tut nichts, der will nur Kaffee. Vor allem auf seinem eigenen T-Shirt von sich selbst in der dritten Person zu reden. What the fuck? Ich bin langsam in dem Alter, wo man hier Dingens. Ich will nichts sagen, aber das finde ich eigentlich ganz gut. Vor allem, ich finde auch die Eule irgendwie ganz gut eigentlich. Ich bin langsam in dem Alter, wo man hier Dingens. Ich hatte mit meiner besten Freundin so einen Button mit kranke Schwester. Wir hatten es so stolz getragen. Ich hatte mal irgendein Shirt. Was waren das nochmal? Oh, ich hatte. Und zwar war das in der Zeit, in der diese Hinweisschilder auf Zigarettenschachteln eingeführt wurden. Ne? Rauchen gefährdet die Gesundheit. Rauchen schadet Ihnen und Personen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu. Und da hatte ich ein Shirt, das war so olivgrün, und da war dieses Warnding drauf mit Schule gefährdet die Gesundheit. Und Leute, hab ich mich dumm geil gefühlt, als ich dieses Shirt in der Schule anhatte. Wirklich irre. Nie war jemand mehr gegen das sogenannte System. Ha, sowas, so sah das aus. Nur halt ein Oliv. Genau das. Genau so. Gamers never die, they just respawn. Boah. Ich weiß nicht, irgendwie, also wir machen so Shirts irgendwie so ganz, so ein ganz unwohles Gefühl im Bauch drin. Was geht in einem vor, wenn man das Gefühl hat, das genau mit der Welt zu teilen? Ich spreche fließend ironisch. Oh Gott. So viele Idioten und nur eine Sense. Ich krieg den Satz gar nicht zusammen. Kannst du nicht bitte leise dumm sein? Ach, oh mein Gott. Nee, ich habe gerade den Satz gar nicht zusammengekriegt. Kannst du bitte leise dumm sein? Ich so, hä? Aber es geht um, kannst du bitte leise dumm sein? Anstatt
laut dumm zu sein, right? Das ist der Gag. Es ist zu spät, um jetzt noch vernünftig zu werden. Das ist auch das Motto für dieses Scrollen quasi, ne? Jemand, der so ein Shirt trägt, Red Flag. Ich weiß nicht mehr, worauf es bezogen war, aber ja. Das Schlimme an den Shirts ist, wie die für Frauen geschnitten sind. Und ich finde auch tatsächlich, es sagt ja schon gesellschaftlich was aus, ja, welche Shirts für Frauen geschnitten sind. Also das zum Beispiel ist ja für Frauen geschnitten. Und da gab es ja keinen Männerschnitt. Ich spreche fließend ironisch, gibt's nicht für Frauen. Warum? Weil Frauen nicht ironisch sein dürfen, EMP? Hä? Das ist so ein bisschen, ist das für Frauen geschnitten, mein Lieblingsshirt? Bisschen schon, ne? Aber ich würde sagen, es geht auch so als Unisex durch. Anstaltszeitung für Männer. Ich muss da ganz kurz nochmal auf den Chat eingehen. Irgendjemand hat es eben geschrieben. Aber dieses Kaffeegehype. Da bin ich ja dann nehme ich den Schritt zurück und sage ja dann doch lieber Bier. Oh, das ist ein Klassiker. Den sehe ich bei Rock am Ring. Den sehe ich dritter Tag Rock am Ring mit dem Bierhelm auf. Da sehe ich den rumlaufen. Generell jedes Shirt von da, muss ich eigentlich sagen. Einatmen, ausatmen, ignorieren. Ach du Scheiße. Mein Lieblingsfisch ist der Schnitzel. Check ich irgendwas nicht? Gibt's irgendeinen Fisch, der klingt wie Schnitzel? Aber es mag euch vielleicht entgangen sein. Wir haben hier aber ein ganz seltenes Exemplar. Und zwar verbindet dieses Shirt hier beide Interessengebiete von EMP-KundInnen. Katze und Kaffee. Das wird wahrscheinlich der Bestseller auf dieser Seite sein. Leute, die so ein Shirt früher getragen haben, die haben heute auch so Aggressionsprobleme. Mittlerweile können sie nicht über ihre Gefühle reden, weil sie nicht mehr ironisch über ein Shirt kommunizieren können. Du denkst, ich bin klein, lieb und nett. Böser Fehler. Auch irgendwie, dass da so in so ein T-Shirt, was für so eine Masse produziert wird, versucht so eine Persönlichkeit reinzubringen. Und dass es dann so Leute gibt, die dann so sagen, ja, da sehe ich mich und das muss ich jetzt kommunizieren. Checkinet, was ist das? Ach so, ein Pferd. Ach, guck mal, für Pferdemädchen? Gibt es da eine Zielgruppe? Pferdemädchen x Metal Mädchen und zack, wieder bis auf. Oh mein Gott, das ist das Unangenehmste. Das ist es. Das ist das unangenehmste Shirt von allen. Wer sowas trägt, hat ein Alkoholproblem in meinen Augen. Selbst wenn er nicht zu viel trinkt, hat er ein Alkoholproblem, weil wenn man ein Verhältnis zu Alkohol hat, dass man seinen Konsum auf dem T-Shirt mit sich tragen muss, dann hat man wirklich ein Problem. Da bin ich ja fest überzeugend davon, Alter. Heilige Scheiße. Ich kaufe ein A und möchte lösen. Halt's. Sollen wir mal im Stream unsere eigenen Fun-Shirts designen mit so ein paar Ideen? Das ist doch ein rechtes Shirt. Kann mir keiner was anderes sagen. Das sieht rechts aus. I will go to Valhalla. Böser alter Mann. Dass es hier noch nicht steht, böser weißer alter Mann, ist auch ein Verdienst, muss man sagen. Anstaltszeitung, wieder nur für Männer. EMP sexistisch? Ich frage mich ja tatsächlich, ist das mittlerweile bei EMP so Print-on-Demand-mäßig? Oder gibt es wirklich so ein riesengroßes Lager irgendwo in Ostwestfalen oder so? So eine riesengroße Lagerhalle, wo so 3000 von dem hier irgendwie drin liegen und warten, bis sie verkauft werden. So, ist das die Realität? Und wenn ja, EMP, meldet euch bei mir. Ich würde gerne ein Video in diesem Lager drin drehen. Und einfach mal mit dem Chef so da durchgehen. Gib dir mal das Ding neben dem Teil, da wo das Zeug drauf liegt. Gib mir mal neben da, wo drauf liegt. Das Ding, dem Teil, das Zeugs. Ich habe ja sowas, kickt immer irgendein Grafikdesign-Unterhirn von mir. Weil ich denke, wenn du zwei verschiedene Farben so nutzt, dann müssen doch auch zwei verschiedene Messages drin sein. Oder? Also da muss doch auch, das muss doch dann Sinn ergeben. Da muss doch, gib mir mal neben da, wo drauf liegt. Da muss doch auch irgendwas dann. Die Welt braucht mehr Räubertöchter und weniger Prinzessin. Oh mein Gott, Pygmy-Vibe. Einen Moment, da möchte ich meinen Senf dazu. Cringe-mäßig an der Stelle gerade, können wir uns im Chat kurz drauf einigen. Für mich alles cringe, was irgendwie so T-Shirt-Merch-mäßig gemacht wird, wo so auf diese Pornhub-Sache angespielt wird, ne? Weil das sind ja auch die Pornhub-Farben. Und da wird dieses Logo quasi, ich wollte jetzt Pornhub googeln, oh mein Gott, da wird ja dieses Logo quasi dann aufgegriffen, ne, und dann sowas anderes draus gemacht. Red Flag. Red Flag. Boah, ich glaube, ich habe genug gesehen, aber ich würde noch gern eine Sache machen, und zwar würde ich gerne nach Bier suchen. Der Schöne und das Bier. Metallica. Beer 'em all. God damn it.
Bierfreitag heißt das Shirt, ja. Ja, dass es so einen Dreck gibt. Klar, ganz logisch. Dieses Design, sorry, da muss ich jetzt kurz, dieses Design ist auch einfach Müll, weil es doch offensichtlich eine Lifeline ist, ja. Und die Lifeline kann doch nicht, die kann doch nicht in sich geschlossen sein. Dann mach es doch wenigstens, dann mach doch wenigstens die untere Linie weg. Dann hat es zumindest noch einen ästhetischen Anspruch, ja. Gut, Leute, die das, die so einen Big Wix kaufen, ganz ehrlich. Frau, egal. Bieraktivist, heben statt kleben. Bier ist billiger als Benzin. Drink, don't drive. Fahr nicht fort, sauf im Ort. Da mir keiner das Wasser reichen kann, reicht mir ein Bier. Es eskaliert eh. Was? Mama needs a cocktail. Oh, süße, also was für die Frauen dabei. In lila. Bier ist die Answer. Beer is the question, yes. Nee, beer is not the answer. So, beer is the question, yes is the answer. Für mehr Bürokratie. Wer ist der Mensch, der diese Sachen designt? Wer hat das größere Problem? Der Mensch, der es designt oder der Mensch, der es kauft? Also das ist, glaube ich, das Schlimmste hier, oder? Der Bieraktivist, heben statt kleben. Mit dem Mittelfinger. Das ist auch ein Autoaufkleber eigentlich, ne? Haben die bei EMP auch Autoaufkleber? Ich komme aus Bironien nahe den Malzediven. Das ist für mich gerade, als würde ich mit einer Realität konfrontiert werden, von der ich gehofft habe, dass es sie nicht mehr gibt irgendwie. Wie geht es dir? Schlecht? Ja, na klar, super. Alkohol ist also die Lösung. Also, wirklich. Also, mit was für einer Nonchalance irgendwie Alkohol verharmlost wird, ne? Und dann auch so, Alter, das ist so krank. Das ist einfach wirklich Next Level Realitätsverweigerung einfach. Das macht mich so crazy, dass es Leute gibt, die in so einer Realität wohnen. Hoffentlich nur zur Miete, hoffentlich ziehen sie irgendwann aus. Alkohol ist einfach eine Droge, versteht ihr? Davon kann man abhängig werden und so, ne? Davon kann man sterben. Davon kann man Existenzen, Familien, da kann alles dran zerbrechen. Das ist das Statement von EMP dazu. Um die Stimmung ein bisschen aufzuheitern, Autoaufkleber. Krass, guck mal, das ist aber auch sehr zugänglich. Das kostet einfach nur 9,99 diese Kacke. Kann bitte EMP auch direkt Gutscheine für Alkoholismustherapie dazu verkaufen? Rammstein-Autoaufkleber. Klar, natürlich, haben wir noch im Lager liegen. Deswegen haben wir es drin. Ich habe gerade noch irgendwas gedacht. Irgendwas wollte ich da noch suchen. Will ich hier noch Wohnen suchen? Ist noch alles klar bei EMP? Geht's euch gut, Leute? Gib mal bitte zweimal. Bitte EMP plinzel zweimal, wenn ich dich retten soll. Rammstein-Schnapsgläser. Irgendwann mache ich mal zu Weihnachten so ein großes Gewinnspiel und dann verlose ich AC/DC Black Back in Black Bierglas. AC/DC-Schnapsgläser sind auch irgendwie ironisch im Hinblick darauf, dass sich Bon Scott mehr oder weniger totgesoffen hat. Stimmt. Rammstein-Brot? Ist das ein Brotkorb? Soll ein Brotkorb sein? Steht das hier irgendwo? Ach, das steht da! Oh, ich kann ja einfach mal lesen. Und warum steht da dann drauf, etwas Kultur muss sein? Weil Brot ein deutsches Kulturgut ist? Ist es das? Ich glaube, das Ding ist halt einfach, EMP ist zu abhängig von Rammstein, oder? Weil wahrscheinlich werden sich die Zielgruppen krass überschneiden, oder? Die Dinger sind auch ein bisschen Red Flag, habe ich das Gefühl. Wenn das, also hier ist viel Red Flag, finde ich persönlich, ja. Aber wenn das jemand in seinem Haus stehen hat, ist auch so, ey, komm rein. Ja, du, die Jacke kannst du an meinen Rammstein-Kleiderbügel hängen und setz dich doch gerade auf meinen AC/DC-Barhocker. Willst du eine Scheibe Brot aus meinem Rammstein-Brotkorb vielleicht? Ich glaube, wir haben EMP durch. Ich glaube, ich will nicht mehr. Hattet ihr auch so viel Spaß mit dem Video wie ich? Dann gebt dem Video doch einen Daumen hoch. Das war wirklich super. Das hat mich wirklich komplett entertained. Abonniert den Kanal. Tschüss.